Tralala, was ist das? Was machen diese Nudeln im Badezimmer? Was für eine Menge an Nudeln. Ich glaube, hier ist jemand. Ha, ich hab dich gefunden. Britney, was hast du getan? Was machst du denn hier? Oh, mir ist eine geniale Idee gekommen. Es wird Zeit für eine Challenge. Oh, Frau Henne, willst du vielleicht einen kleinen Spaziergang machen? Auf Wiedersehen. Oh, sie hat ja ein paar Eier dagelassen. Die könnte ich gebrauchen. Ich schlage ein paar Eier in eine Schüssel auf und verrühre sie. So, meine Omelettmasse ist fertig. Jetzt kommt sie auf die Pfanne. Und jetzt schneide ich sie in Streifen. Was für schöne gelbe Streifen. Jetzt nehme ich diese Omelettstreifen und roll sie auf. Ach, ich hab's fast geschafft. Das werde ich jetzt Britney bringen. Ich bin im Gleichgewicht mit mir selbst. Oh, Britney, schau mal, was ich dir vorbereitet habe. Riecht nach was Leckerem. Mensch, bin ich hungrig. Oh, danke schön, das war lecker. Hier muss ich noch was hinzufügen. Oh, ich bin am Verhungern. Ich habe eine Idee. Ich nehme mir ein paar dieser Gummibärchen als Snack. Wie lecker. Komm mal her, du Bärchen. Hä? Wo ist mein Gummibärchen hin? Ah, du bist schwimmen gegangen. Das bringt mich auf eine Idee. Vielleicht brauchst du noch ein paar Freunde. Genau, ich werde meine Zeichnung benutzen und einen Trichter daraus machen. Ich kann euch sehen. Auf Wiedersehen, Gummibärchen. Wir sehen uns bald wieder. So, wir sind bereit. Jetzt wird es Zeit für einen Coca-Cola-Whirlpool. Jetzt brauche ich ein Glas mit Strohhalmen. Los geht's. Nichts verschütten. So, jetzt muss ich nur noch abwarten. Moment mal. Was ist das denn? Genau, ich habe doch hier ein paar Quick-Freeze-Dosen. Ach, die werden mir helfen, das Ding einzufrieren. Sofort. Geschafft. Jetzt nehme ich die Strohhalme raus. Und wow, es hat geklappt. Es hat tatsächlich funktioniert. Jetzt habe ich meine eigenen Coca-Cola-Gummibärchenwürmer. Ich muss sie nur noch rausquetschen. Hier ist nicht mehr viel übrig. Und geschafft. Jetzt muss ich meine Gummibärchen nur noch ein bisschen dekorieren. Das wird Britney bestimmt gefallen. Wunderbar. Ab geht's. Susie, was machst du denn da? Au. Was soll das? Oh, sorry, das wollte ich nicht. Ups, schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Darf ich mal probieren? Das wabbelt ja lustig. Wow, sind das Cola-Spaghetti? Köstlich. Was würde ich gerne naschen? Ein Apfelbaum, wow. Ich nehme mir mal einen Apfel und probiere ihn. Niemandem wird auffallen, dass da ein Apfel fehlt. Wobei, Moment mal. Da ist nicht nur ein Apfel, da ist auch noch so ein Schälgerät. Ich spieße den Apfel auf und weg ist die Apfelschale. Die sieht ja lustig aus. Ich könnte mir daraus einen Schnurrbart machen. Das muss ich Britney zeigen. Hey, das ist für dich, Britney. Was ist das? Sowas esse ich doch nicht. Kannst du selber essen. Lass uns weitermachen. Und bam. Oh, schon wieder daneben. Versuchen wir es noch einmal. Oh, komm schon, wo willst du denn hin? Ich habe aus Versehen meinen Bonbon in die Bratpfanne geworfen. Wobei, das bringt mich auf eine Idee. Ich schütte einfach alle Bonbons rein und warte ab. Und noch länger und au, das ist ja heiß, mein armer Finger. Ich schlafe gleich ein. Okay, die Zeit ist um. Mal sehen, was ich hier habe. Oh, das ist ja perfektes Karamell. Das streue ich jetzt über ein paar Holzstäbchen. Oh, das sieht aus wie ein Spinnennetz. Voll cool. Wenn ich das jetzt so zusammenlege, kriege ich ein Vogelnest. Ah, das ist ja ein echtes Meisterwerk. Ich bin mir sicher, Britney wird es lieben. Hallo, wach auf, du Schlafmütze. Wake up. Hey, was? Was ist los? Wer ist da? Oh, Susie. Okay. Das sieht ja nett aus. Lass mich mal probieren. Wie toll. Eindeutig volle Punktzahl.
ich werde dich essen, Erdbeere. Oder ich mache Erdbeersaft aus dir. Das ist genau das, was ich brauche. Ich lege die Erdbeeren hier rein. Und jetzt einschalten. Super duper. Und daraus mache ich jetzt mein Erdbeergelee. Ich brauche nur noch die richtigen Zutaten. Hinzugeben und vermischen. Schmeckt herrlich. Jetzt brauche ich etwas Eis. Boah, das ist ja ganz schön kalt hier drin. Ich schnapp's mir und renne los. Das ist zu wenig. Ich brauche ein bisschen mehr. Na, also so ist besser. Meine Hand. Oh, meine arme Hand. Ich muss dringend was damit tun. Ich kann sie nicht mehr spüren. Ah, Hilfe ist da. Bitte sehr. Oh, jetzt geht's mir viel besser. Ich danke dir. Oh, könnte ich mir das mal ausleihen? Dankeschön. Aber das gehört mir. Na, du kannst gehen. Also, was haben wir denn da? Eine Spritze und ein Schlauch. Das passt genau. Jetzt muss ich etwas Gelee in meine Spritze geben und dann in den Schlauch. Und abkühlen lassen. Fertig. Jetzt kann ich das alles wieder rausquetschen. Herrlich, jetzt habe ich Erdbeerspaghetti. Die muss Britney probieren. Hallöchen, ich bin wieder da. Hey, das musst du probieren. Oh Mann, ich war am Spielen. Oh, das sieht ja lecker aus. Und wie schmeckt das? Super. Gefällt mir gut. Was könnte ich als nächstes machen? Oh, was ist das denn für eine Maschine? Was hast du mir denn mitgebracht? Leckere Schokolade. Das bringt mich auf eine Idee. Ups, ich brauche schön viel davon. Super, du kannst wieder gehen. Mein Wasser kocht schon. Das brauche ich. Das schütte ich jetzt vorsichtig hier rein. Und darüber kommt meine Schüssel mit der Schokolade. Und jetzt abwarten. Yeah, die Schokolade ist geschmolzen. Die muss ich sofort probieren. Schmeckt super. Jetzt gieße ich die ganze Schokolade in eine Flasche. Und verschließe sie. Britney wird das Ding lieben. Aber das ist noch nicht alles. Ich nehme mir eine Schüssel Wasser und kippe da meine Schokomakaroni rein. Jetzt kommen die nur noch auf einen Teller. Mit genug Erdbeersirup. Das sieht köstlich aus. Ab zu Britney. Britney? Oh! Schau doch mal, was ich dir mitgebracht habe. Ah, sie kann mich nicht hören. Hey! Jetzt schau doch mal her. Hallöchen! Willst du das probieren? Ach, du hast mir schon wieder was mitgebracht? Na, wie schmeckt denn das? Herrlich! Gefällt mir gut. Oh, es ist schon länger her, dass ich in der Badewanne war. Oh, was ist denn hier los? Die ganze Badewanne ist voller Nudeln. Das bringt mich auf eine Idee. Ach, das hier ist mein Lieblingstopf. Riecht super. Jetzt brauche ich eine Form. Da ist sie ja schon. Und hier hatte ich noch eine Gabel. Genau. Jetzt werde ich diese Nudeln in meine Form legen. Meine Enkelinnen werden das lieben. Ab in den Backofen. Ich weiß nicht, wie die Dinger in die Badewanne gekommen sind, aber ich werde daraus einen leckeren Kuchen machen. Oh, fertig. Jetzt hole ich ihn raus. Ich habe beschlossen, eine echte Torte für meine Lieblingsenkelinnen zu machen. Und zwar eine dreistöckige. Die dekorieren wir jetzt. Mit Tomaten. Sieht schick aus. Hier noch ein bisschen Salami. Und ein Stück abschneiden. Ich hoffe, denen wird es gefallen. Oh, Oma, was hast du denn gemacht? Lass mal probieren. Das sieht ja toll aus. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. I love you. Das schmeckt super. Danke, Oma. Tschuch, die Eisenbahn. Wer will mit zur Oma fahren? Alleine fahren, das mag ich nicht. Deshalb nehme ich mir ein paar Marshmallows mit. Die bringen mich auf eine Idee. Ich nehme mir ein paar Marshmallow, vielleicht ein bisschen mehr. Lass sie schmelzen und vermische sie. Das schmeckt richtig lecker. Jetzt brauche ich ein paar Formen. Oh, Justin schaut sich gerade die Sterne an.
Kann ich bitte deinen Hut haben? Vielen Dank. Da fülle ich jetzt meinen Marshmallow-Mix rein. Ich schneide die Spitze ab. Und fülle mit dem Marshmallow-Mix ein paar Donutformen. Ab ins Gefrierfach. Mal sehen, was daraus geworden ist. Meine Marshmallows sehen jetzt schon wunderschön aus. Hier kommt noch ein bisschen Erdbeersirup drüber. Und was wären Donuts ohne bunte Streusel? Die gebe ich auch noch mit dazu. Damit sieht alles besser aus. Na also, geht doch. Das muss ich Justin zeigen. Er wird es zu schätzen wissen. Hey Justin, schau mal. Ich habe hier was mitgebracht. Oh wow, sind das Donuts? Woraus sind die denn gemacht? Oh, das sind Marshmallows. Wie lecker ist das denn? Bleibst du vielleicht beim Angeln mit mir? Ja, natürlich. Warum nicht? Was haben wir noch alles im Kühlschrank? Ah, oh, Eiscreme. Das ist immer gut. Ich öffne erstmal diesen Eimer. Hä? Wieso kann ich das nicht machen? Irgendwie werde ich schon schaffen. Na, komm schon. Wenn ich das Ding nicht öffnen kann, kann ich es vielleicht aufschneiden. Na also, erledigt. Das ist das, was ich für einen Eisdonut brauche. Noch ein bisschen Zuckerguss und ein paar Streusel. Sieht super aus. Das muss Justin gefallen. Ah, ich hopp herum. Oh nein. Was ist denn mit dir passiert? Ist alles in Ordnung? Komm, ich werde dir helfen. Yeah, alles in Ordnung. Schau mal, was ich für einen Hut gefunden habe. Und ich habe ein paar Eisdonuts für dich gemacht. Eisdonuts? Mann, oh Mann, schmecken die lecker. Das ist mal wieder ein Volltreffer. Oh, das ist der letzte Gummibär, den ich schaffe. Ich bin satt. Hä, was ist das denn, ein fliegender Korb? Ist das eine Donutmaschine? Interessant. Ich probiere mal ein paar Donuts aus meinen Lieblingsgummibärchen zu machen. Dafür muss ich sie einfach nur in die Form legen und die Donutmaschine schließen. In der Zwischenzeit kann ich ein bisschen Musik hören und abtanzen. Puh, immer mit der Ruhe. Ach du meine Güte, da brennt doch was. Oh wow, schaut euch das an. Ich habe ein paar Gummibärchen-Donuts. Streusel drauf und ab zu Justin. Macht euch gefasst, ich bin bewaffnet. Und ich bin stets auf der Hut. Ziel entdeckt. Ich schieße. Hey, was erlaubst du dir? Aua, das hat wehgetan, ich falle. Oh Mann, ich habe dir hier ein paar Donuts mitgebracht. Die solltest du probieren. Was sind das, Gummibärchen-Donuts? Mann, die sehen ja cool aus. Und wie die schmecken. Wahnsinn. Unglaublich gut. Du hast dich echt selbst übertroffen. High five. Yeah. Ich habe so einen schönen Garten. Hä? Ist das eine Ananas? Ich habe eine Ananas gezüchtet. Damit muss ich sofort was machen. Ich habe auch schon eine Idee. Pass auf meine scharfen Hände auf. Kio! Und schon schneide ich meine Ananas in Stückchen. Und um genauer zu sein, in Scheiben. Was könnte ich jetzt noch machen? Genau. Ich brauche etwas flüssige Schokolade für eine Schokoglasur. Dafür brauche ich nur einen Wasserkocher, wo ich eine Tafel Schokolade reinlege. Einschalten. Und fertig ist meine geschmolzene Schokolade. Hier muss ich nur noch eine Ecke abschneiden. Und jetzt kann ich die Schokolade ausquetschen. Oh, die sieht so schön aus. Das ist voll das tolle Muster. Und als Krönung natürlich noch ein paar bunte Streusel. Eine Menge Streusel, sage ich euch. Ich denke, das ist genug. Ein echtes Meisterwerk. Justin, bist du beschäftigt? Ich habe hier was Leckeres für dich mitgebracht. Oh, herzlichen Glückwunsch. Jetzt schau doch mal her. Hä? Was ist das? Auch ein Ring? Nein, den muss man essen. Nicht werfen. Ah, tatsächlich. Probieren wir mal. Mann, das ist ja eine Ananas mit Schokolade. Mega gut. Oho, was haben wir denn hier? Ein paar Nudeln? Die bringen mich auf eine Idee.
Ich lege diese viel zu lang gekochten Nudeln auf ein Schneidebrett und schneide sie in Scheiben. So erhalte ich ein paar Kreise aus klebrigen Nudeln. Jetzt muss ich nur noch die Mitte ausstanzen. Und schon habe ich einen Nudeldonut. Was ist denn hier los? Das sind Doritos. Scharfe Doritos. Das ist das, was mir noch gefehlt hat. Ich zerkrümel sie. Mithilfe eines Nudelholzes. So ist gut. Jetzt muss ich die Packung öffnen und die Krümel auf einen Teller legen. Jetzt nehme ich mir meinen Nudeldonut, tauche ihn in ein Ei, dann in Mehl und jetzt noch in diese Doritos-Krümel. Und zum Schluss frittiere ich das alles noch. Das ist der ultimative scharfe Donut. Ich hoffe, er wird Justin gefallen. Ach übrigens, wo ist er denn? Na, mein Kleiner, magst du es, Musik zu machen? Na komm schon, spiel was. Guter Junge. Braves Hündchen. Oh, wow, Britney. Du hast mich so sehr mit diesen Donuts verwöhnt. Oh, wow. Ist das ein Käse-Donut? Das schmeckt einfach unglaublich gut. Willst du auch was? Musst du probieren. Ah, das ist wirklich ein Erfolg. Der Obstbus ist auf dem Weg, seine Fahrgäste abzuholen. Ups, ein Unfall. Diesen Apfel brauche ich noch. Und meinen Lieblingskoffer. Ah, da ist ja mein Poppet, das habe ich ja ganz verloren. Ah, Moment, das brauche ich jetzt nicht. Ein Portemonnaie? Da ist leider kein Geld drin. Was für eine lustige Nase. Das ist, was ich brauche. Ich benutze dieses Gerät, um ein paar Apfeldonuts zu machen. Jetzt besorge ich mir eine Spritze und fülle sie mit Nutella. Die ist nämlich die perfekte Glasur für meinen Apfeldonut. Was magst du übrigens lieber, Schokosirup oder Nutella? Wie auch immer, Hauptsache, da sind noch ein paar bunte Streusel drauf. Geschafft! So, jetzt bringe ich das zu Justin. Oh, ich werde das aushalten. Ich werde es schaffen. Justin! Ich habe dir ein paar Donuts mitgebracht. Tut mir leid. Britney, ich war total im Gleichgewicht. Hättest mich doch warnen können. Was hast du mitgebracht? Oh, mal wieder Donuts. Die will ich probieren. Mit Nutella obendrauf. Einfach super. Oh, oh, Britney. Euer kleiner Hund hat das Kissen ruiniert. Kannst du dir da was einfallen lassen? Ganz sicher. Ich muss mir erstmal dieses Rad aus der Garage besorgen. Mit einem Stück Kreide male ich den Umriss. Jetzt male ich eine Hälfte rosa an, die andere beige. Und obendrauf male ich noch ein paar bunte Streusel mit anderen Farben. In die Mitte kommt noch ein Kissen. Na, gefällt dir dein neues Sitzkissen? Oh, gutes Hündchen. Brav. Wow, was für eine schöne Pyramide. Ich will an die Weißwaffel ran. Puh, ich bin rangekommen. Oh nein, 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 das Ding wird rumfallen. Nein! Oh nein, all meine Eistüten sind kaputt. Ich muss mir sofort was überlegen. Nein. Wobei, Moment mal. Voll cool, das sind ja Karotten und Nudeln. Ich nehme mir eine Karotte, lege Nudeln darüber und stecke das in den Ofen. Oh, ich kann es kaum erwarten. Na los, mach schon. Wie lange soll ich noch warten? Wir sind fertig. Also, jetzt müssen wir die Karotten rausnehmen und fertig sind unsere Eiswaffeln. Jetzt stecke ich da meine Eiskugeln drüber. Yes! Perfekt! Das muss ich Casey zeigen. Oh, wow! So heiß hier. Danke schön, Susie. Das schmeckt richtig lecker. Hast du toll gemacht. Oh, es ist so dunkel hier. Richtig unheimlich. So viele leere Packungen mit Süßigkeiten. Was ist denn hier passiert? Und was ist das? Ah, Kakerlaken! Na, wartet. Euch werde ich noch zeigen. Auf Wiedersehen, Kakerlaken!
Oh Mann, die haben meine ganze Pizza aufgegessen. Da ist nur noch die Kruste übrig. Hm, was ist, wenn ich eine Pizza aus Nudeln mache? Ich habe eine Menge Nudeln. Aus der Wanne. Darüber kippe ich jetzt Ketchup. Hm, sieht schön aus. Schön verbreiten. Und jetzt lassen wir es Käse regnen. Wunderbar. Ein bisschen Salami. Und braten lassen. Ganz schön heiß. Voila, die Pizza ist fertig. Jetzt gehen wir zu Casey. Oh, so appetitlich. Und ich bin so hungrig. Ich will auch eine Pizza. Oh, wow. Meine Träume werden wahr. Oh, Susie. Das muss ich sofort probieren. Mm, riecht super. Und es ist lecker. Hast du toll gemacht. Oh, wow. Was haben wir denn da? Oh, ich soll das nicht anfassen, aber ich will unbedingt ein Stück haben. Warum darf ich denn nichts probieren? Niemand wird es bemerken. Das war lecker. Moment mal, was habe ich gerade getan? Casey hat doch gesagt, ich soll die Torte nicht anfassen. Okay, was soll ich jetzt tun? Ah, okay. Ich kann einfach einen Nudelkuchen backen. Dafür besorge ich mir jetzt eine runde Form. Da ist sie. Jetzt lege ich all die Nudeln da rein. Genau so. Ab in den Ofen. Jetzt heißt es ein bisschen abwarten. Und meine Torte wird 3 Schichten haben. Da sind sie. Mh, Kirschtomaten. Ich liebe die Dinger. Die kommen jetzt obendrauf. Jetzt noch ein bisschen Würstchen. Mh, ab hier. Rosmarin. Toll. Ich bin mir sicher, es wird dir gefallen. Oh, was für eine schwere Torte. Ich sehe heute so gut aus. Ich liebe es, Selfies zu machen. Wow, was ist das denn? Was für ein großer Kuchen. Sieht richtig appetitlich aus. Na, dann lass mal probieren. Mm, schmeckt richtig gut. Das hast du toll gemacht, Susie. Mm, ich habe eine geniale Idee. Ich mache eine Käseplatte mit Nudeln. Dafür mache ich ein Loch in den Käse. Das ist so eine Art Schüssel. Und da kommen jetzt die Nudeln rein. Fertig ist die Köstlichkeit. Ich liebe es, Bogen zu schießen. Ups. Oh nein. Susie, tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich habe dir was mitgebracht. Mm, das riecht ja super. Mm. Käsenudeln. Mm. Es geht echt nichts Besseres. High five. Hm, ich kann es kaum erwarten, Nudeln zu essen. Ich bin so hungrig. Oh nein, ich habe überhaupt kein sauberes Geschirr. Mensch, was soll ich denn jetzt tun? Ich bin immer hungrig. Moment. Ich glaube, ich habe eine Idee. Schaut doch nur, wie lustig ich aussehe. Also, meine Nudeln kommen in den Wasserkocher. Und jetzt kochen lassen. Fertig sind wir. Oh, wow. Ich liebe es zu tanzen. Mann, ich bin ganz schön müde. Hi, Susie. Aha, Nudeln in dem Kessel? Warte, warte, vergiss die Stäbchen nicht. Dankeschön. Ist doch voll viel cooler damit. Dann lass mal probieren. Ich liebe es, das hast du toll gemacht. Danke, Susie. Ich mag meinen Plüsch-Tintenfisch. Oh, und schon habe ich Tintenfisch-Tinte. Ich glaube, ich weiß, was ich damit tun kann. Ich gebe sie einfach zu meinen Nudeln und warte ein paar Minuten.
jetzt gebe ich ein paar Garnelen und Tomaten dazu. Und fertig ist mein Meisterwerk. Wow, diese virtuelle Realität macht so viel Spaß. Ah, ich bin fast umgefallen. Oh, wie cool ist das denn? Was ist das denn für ein Geruch? Herrlicher Geruch. Was ist das? Bist du dir sicher, das kann man essen? Okay, ich probier's. Sieht ganz schön eklig aus. Wie geht's, Susie? Nein, das kann ich nicht essen. Ich mag das nicht. Was